Das Synodom wurde 1991 eröffnet und ist natürlich in den vergangenen Jahren in die Jahre gekommen. Es war dringend notwendig zu renovieren. Wir haben insbesondere das Foyer neu gestaltet, insbesondere mit zusätzlichen Aufenthaltsmöglichkeiten versehen, sowohl im Erdgeschoss als auch auf der ersten Etage. Darüber hinaus haben wir diesen Saal, in dem ich jetzt hier sitze, mit besonderen Luxussesseln ausgestattet, die man entsprechend je nach Wunsch die Füße hochfahren kann und dann ganz bequem den Film zu genießen.